Ja, so nennt man mich manchmal. Richtig, und zwar Duster. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Mass Effect 3 hier im Purgatory mit allen DLCs, einem Duster und einem Wohle. Und ein Purgatory. Ich war so nix. Und ein Death. Wir müssen dem Lappen dann Banner geben, ne? Na, wo ist der Death Trap? Oh ja, gib mir den B, du Sau. Warte mal, warum ist die eigentlich noch da? Die sollte doch eigentlich schon wieder auf ihrer Station sein. Hi, Arya. It seems the galaxy can't keep us apart. Since we took back Omega, I've been consolidating my resources for the war. It's a little easier to coordinate. Okay, verstehe. Ja, macht Sinn. So unfortunately, I'll be slumming it on the Citadel for the time being. Ganz primitiv. Ja. Any clips are in my pocket. I'll send them to war when you're ready for them. Is there anything on your mind? Schauen wir mal. Nee. Eine neue Einsatztruppe? What exactly have I acquired? Ja, gute Frage. An army that's willing to fight dirty. To do the things your respectable militaries won't do. Oh, das klingt gut. Klingt nach mir. Excellent candidates for vanguards in any ground offensive. Well worth the Forscher Legionen, Alter. I'm sure. Danke. Was willst du erwarten von deiner Spezies? Warte mal, das war auf Englisch gerade ziemlich herablassend. Whatever you say, Arya. Also, eieiei. Ja, die zwei lieben sich ja auch eigentlich. Schatz, du leuchtest. Ist das eine ihrer Leibwächterinnen? Wer ist denn das? Kennen wir doch. Ach so, diese Pseudopsychopathin. Tust du da? Ach so, ein Dreck. Duty roster for the students. It's what I do for fun now. They've got us spread out across alliance units, reinforcing barriers, modding ammo, that kind of thing. How are they holding up? They're fine. They're not the ones reading duty rosters while on shore leave. Sie sehen gut aus. Ja. Oha. But I think military life suits you. Hey, running back to the alliance was your lifelong dream, not mine. Hahaha. Okay. Combat, free room and board. And people you can depend on. Yeah, yeah. Maybe your little suicide squad taught me something about teamwork. Speaking of which. Danke dafür, wollen wir schicken, oder? Still see some action, but they're not on the front lines. They've saved a lot of lives. It'd be a hell of a lot more fun with you. You find bigger fights. But the little shits are useless without me. Little shits, oh Maria. Because I'm dependable now, apparently. I blame you for this, Shepard. Das tut uns echt leid, ne? Ich muss jetzt irgendwie also nebenbei sagen. What? Ich habe auf ihre Büste geguckt und no das way. Ist der steife Nippel. Warte mal, werden die jetzt da runter tanzen? No. Doch. No. Oh weh. Shepard, everybody knows you can't. Endlich Anne, der sagt. Ja, sag er, die kann nicht tanzen. Oh weh. Der tanzt ungefähr so hip wie ich. Gar nicht. Ich glaube sogar der Rieder könnte besser tanzen. Wobei ich nicht weiß, wie er tanzen kann. Ich vermisse das Afterlife, ja. Warte mal, der Aussage war geil. Der Laden ist so sauber, dass es quietscht. Gekauft! Alter, was hat die an? Okay, das hat anders ausgeschaut erst. Eddie! Kennen wir doch. Schön. Uses sheer thickening technology to help protect the central processing unit in the head. If the skin is struck or shot, it solidifies to absorb the impact. It also is capable of limited self-healing. Oh. And what about the hair? It is of similar construction. For defense, I have set it to coherent. That's amazing. However, for infiltration purposes, it can be parted into individual strands. If it has recently been exposed to water, I generally can't do anything with it. Warte mal, aber das gibt doch den Begriff Haarhelm einen total neuen Schwung. Helmhaare hätte ich gedacht. Ja, aber vor allem so für Infiltration, aber da solltest du vielleicht noch was über deinen Körper drüber tun, Edi. Aber naja, ey, schau mal. Ich hab gedacht, der ist komplett modifizierbar, der Körper. Ja, aber Klamotten. Na bitte nicht, soll mal runter updancen.
Nein, bitte nicht. Oh, was soll's? Ich sag noch bitte nicht und der haut drauf. Ja, was der jetzt auf einmal schiebt sich so ganz langsam der Kopf von der Liara in die Ecke so. Aha. Im nächsten Moment siehst du Shepard K.O. irgendwo im Eck liegen. So. Oh, besauf dich doch mal wieder, das haben wir schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Auf weg die Scheiße. Egal ob schwarze oder weiße. Wir so, lieben alle Frauen. War ist die Animation schlecht? Das war ja echt. Wie es zurückgerutscht ist. Das sind zu betrinken. Das säfft ja meine tote Oma noch mehr. Ja, das ist das Problem. So, wo ist der schöne Turianer, dem wir da das Banner geben sollen? Haben wir das überhaupt gefunden? Ja, sag mal, erst auf Codex. Beides erst in einem. Castell ist im Appienkranz und bringt sie. Ach, Scheiße, das habe ich vorher nicht durchgelesen. Ernsthaft, erst lesen, dann denken. Was tut ja, weh? Noch... Hey, da ist der Joker. Wo? Ba. Wo. Hi, Joker. Look at this. All it took was a Cerberus attack on the Citadel to get folks around here to pay attention to the war. How's this any different from normal? Can't you see the desperation? This isn't happy dancing. This is forget my problems dancing. Look at the arms. If a guy waves his arms like that, he's worrying about a lot more than looking stupid on the dance floor. Glaube, er redet von Shepard. Ja. Time to watch a lot of dancing from the sidelines. Speaking of which, dancing? Watching from the sidelines. What do you think about me and Edie? Das war nicht smooth, mein Freund. Das war nicht smooth. Wie wär's mit uns? Bitte mach wie wär's mit uns. You know, with all this interest in Edie, it's possible you've overlooked other options. I never really considered considering. Ich stirb gleich weg. I've served with you from the day you took command. I'd follow you into hell. But not into my quarters. In an alternate dimension without military ranks, I would rock your world. Ah, das ist so creepy. Edie? Well, yeah. Sicher. Schau mal, Edie ist ein Roboter. Die hat noch mehr Kraft als jeder andere. Biotechnische Einheit. Die zerbricht ihn doch, Mensch. Ja, aber Shepard sieht aus wie ein Hackstock. Ja, aber das liegt an meiner Konfiguration. Ja. Ja. Was würden Sie bereuen? Nicht den Penis in einen Mixer gesteckt zu haben. Ja, genau. Sie verdienen es, dumm zu sein. Ja, du brichst da einen Knochen, wenn du aufs Klo gehst, also. Er geht sich jetzt aufs Brechen. Eigentlich kann er ja normal laufen, aber das sind bloß halt leichte... Sagen wir mal, für uns halt normale Berührung, was ihm schon was bricht. So, das ist der Lappen, den wir doch das Banner übergeben. Denk schon. Ich glaube, der Joker ist jetzt oben bei Edith, tanzt mit ihr, ne? Eiskalt. Sollen wir nochmal anreden? Ja, Mann. Bitte. Jawoll! Ja, nichts kaputt gemacht. Auf Englisch sagt das korrekt. I haven't broke anything yet. Ja. Das stimmt schon eher. Naja, das stimmt auch so, wenn er sagt, er hat sich noch nichts kaputt gemacht. Also er hat noch nichts kaputt gemacht. Ja, von sich selbst. Penisknochen. Ja. Ja, wenn ich daran hat, dann also wenn ich jemals einen Menschen finde, der daran denkt, dass es Penisknochen gibt, dann... Ich weiß nicht, rutscht mir die Hand aus. Es gibt Viecher mit Penisknochen. Ja, es gibt Viecher, aber ich meine von menschlichen Männern. Ach so, meinst du, ja. Wenn ich irgendwo irgendwie eine Frau oder einen Mann treffe, denk, wirklich denk,
dass in einem Penis ein Knochen drin ist, dann. Ja. Dann setzt's was. Aber sowas von. Ah, die Williams. Hi, Schatz. Shepard. I don't know what to say. Küss mich. I'm trying to go over everything in my head. Make sense of it. Soll man nur nachhaken oder einfach gleich mal, es wird nichts passieren? Ich würde nachhaken. Your bandages were still fresh. How did you end up working with Udina? You saw me in the hospital. I was going crazy. Felt like I was letting everyone down. Would Udina also make me a specter? I thought it was a chance to do some good. I couldn't just sit back and watch either. Yeah. But it sure turned into a mess. I never wanted to put you in that situation. We're on the same side. Well, that'll be the first and last time I wave a gun at my commanding officer. We stopped Udina and got to walk away. That's the important part. I can't believe he was responsible for all of it. Was he indoctrinated? That's a good guy. How do we fight something that can worm its way into your head? I don't know, but we don't have a choice. I wanted to talk to you about that. Hackett asked me to join his team. Oh. It's a great offer, but I'd prefer to ride this thing out. Oh! Willkommen an Bord, oder? Ja, klar. Ja, bitte, die Williams im Team haben, das wäre obergeil. Permission granted, Lieutenant. Just keep your gun pointed at the Reapers, okay? I prefer it, thanks. Grab your gear and find a bunk, Williams. Aye, aye, Captain. Scheiße, ja, das haben wir noch nie geschafft. It's good to have you back. Gut, das ist neu für mich. Für dich? Jein. Ich glaube, ich hatte es auch mal. Okay. Was ich witzig finde, ist, Warte mal. Shepard, I got Anderson patched in. I was just getting him up to speed. Die werden jetzt wieder angepumpt sein, dass wir ihr der Dings weggenommen haben. SOB was always power hungry. But this? He wasn't in charge. Cerberus was just using him to take control of the Citadel. What the hell for? I don't know. Not yet. Could have been a lot worse. Shepard stopped the assassination attempt on Counselor Valern. Kylan. What? Your assassin. I'll have Hacker send you my reports on him. Sie kennen Kai Leng? Ja, gute Frage. Da geht auf die Bücher ein. Stimmt, aber doch, so weit bin ich noch nicht. Nicht. Doch, einmal ist er schon genannt worden. Ja, stimmt, der hatte mir die Beine geschossen, stimmt. Mhm. Grayson. Ja, dann sind. So, ja. Aber ich finde, das ist einer von den coolsten Charakteren, die heute gerade während die reden. Na, warte noch. I received word from the Asari Counselor. They're requesting an update on the Crucible. Lang has them scared. Enough to send help? Yes, the Asari and Solarians are both throwing in their support. Jawohl. Hat auch was gebracht? Good. Our estimates suggest we've completed nearly 50% of the known work. Known work? Once decoded, the schematics are designed in such a way that allows our scientists to easily translate the information. It's not Prothean specific. Das ist eigentlich der Haken über die ganze Partie. That's still open for debate. Utilized in the right fashion, our scientists are convinced it can generate enough energy to destroy the Reapers. The question is, how will it dispense the energy? In what form? You mean, how do you stop it from wiping us all out? Exactly. We think the catalyst is the key to determining how to focus its energy, how to direct its energy at the Reapers alone. I'm working on that. You'll find the answer, Shepard. I'll send you an update on the schematics. And in the meantime, we'll keep building. And we'll keep fighting. Make sure there's an Earth left to come back to. You've always trusted me. I won't let you down. We're still in this. Auf jeden Fall. The gods of war haven't given up on us yet. Good luck, both of you. Kriegsgötter, es gibt nur einen Kriegsgott. Das ist der Dashte. Ja. Understood, sir. I'll look into it. Jawohl. War ich an, er gesprächsbereit? We've got reports of instability along the Geth border. Hack it out. Oh, jetzt steuern wir mein Lieblings-Quarianer-Geth-Verhältnis an. Do you have a moment? A contact with an Asari High Command was insistent I pass on a distress signal to you. Something they can't handle? From what I can tell, they sent several commando squads to investigate. None of them returned. They didn't ask me directly, but
I think High Command is hoping you might help. What's your take on this? That they wouldn't ask for help if it wasn't important. The colony's coordinates are on the galaxy map. I'll try to figure out what's going on. Also nochmal zu dem Ding, was ich vorher sagen wollte, ne? Ja. Da Grayson ist doch dieser Pionier, ne? Der erste, der durchs Wasserportal geflogen ist mit dem Schiff. Quasi. Das ist doch der, oder? Das ist der Alte. Einer von diesen Leuten, oder ja. Grissom. Grissom heißt er, so heißt er. Grissom mit Grayson. Ja. Grissom. Und er hat eine Tochter über Cerberus adoptiert. Ja, das wissen wir dann eh. Na, mir geht's eigentlich um ihn. Weil er ist ein so cooler Charakter. Er ist ein unfreiwilliger Held, mehr oder weniger. Und das geht mir richtig auf den Sack. Wo hast du bitte so einen Charakter beschrieben, hä? Das ist richtig herrlich. Ich finde auch den Autor von Mass Effect. Danke fürs Zuschauen und bis morgen. Jo, ciao. Servus. Servus.